Jemand hier? Jemand zu Hause? Ich traue hier niemandem mehr, keinem einzigen Raum. Selbst der Gang da oben hat mich verlassen. Okay, hier ist aber scheinbar Ruhe. Gut, hier rechts haben wir einen, den könnten wir gleich aufmachen. Links auch. Wo gehe ich denn zuerst hin? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal erst da drüben lang. Hier waren zwei Zombies drin, einer ziemlich schnell. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Kann sein, dass wir gleich ein bisschen aufräumen müssen. Ach nee, das ist gar nicht der. Stimmt. So, da gucke ich nochmal kurz. Okay. Okay, hier ist aber auch ziemlich still. Nichts dagegen. Okay, super. Dann können wir den hier mal kurz verwenden und reinschauen. Ist ja bloß ein kleines Kämmerchen. Und danach schauen wir mal nebenan rein. Was? Okay. Die verfolgt mich. Das ist ja eine Sauerei. Brief an den Sicherheitschef. Zu Händen Sicherheitschef. Hat er keinen Namen? Datum 22. Juli 98, 2.13 Uhr. Das ist ja noch gar nicht so lange her, oder? Denn die sind ja erst irgendwann Ende Juli da drin, glaube ich. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken sich Stars zum Anwesen und ermitteln sie die Kampfdaten bioorganischen Waffen gegen Stars. Oha! Zweitens, sammeln sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster, mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren sie den Tyrannen, den ich als Tyrant kenne, aber gut. Ist wahrscheinlich einfach The Tyrant, deshalb wahrscheinlich, aber ich würde denken, der hieß in der Originalversion auch noch so. Sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück, Umbrella-Hauptquartier. Tja, damit haben wir jetzt den Beweis. Umbrella steckt hinter der ganzen Misere und wir sind nur hergelockt worden, um als Versuchskaninchen im direkten Einsatz gegen die Viecher zu dienen. Ist das nicht schön? Das heißt, eigentlich ist auch nicht vorgesehen, dass wir unbedingt lebendig hier rauskommen. Oh, den nehme ich natürlich gern mit, den Dolch. Dankeschön. So, wir haben zwei Dingens, zwei Köpfe. Was haben wir denn hier? Oh, Granaten. Sehr schön, her damit. Ich glaube, ich muss demnächst mal von der Schrotflinte auf die Bazooka umtauschen. Allein was die Munition angeht. So, und wir müssen mal schauen, ob die vielleicht irgendwas im Gesicht kleben haben. Denn dieser Raum kenne ich ein bisschen anders aus dem Original. Können wir den Lichtschalter drücken? Das ging im Original auch. Oh, der hat aber hübsche leuchtende Augen. Aha. Interessant. So, da schieben wir mal kurz hier auch noch davor. Im Original ist das ein Raum, in dem ein Hirschgeweih hängt, beziehungsweise ein Hirschkopf. Und der hat den roten Stein im Gesicht. Nur sieht man den nicht, wenn man das Licht anhat. Man muss das Licht ausmachen und dann sieht man, dass da der rote Stein drin ist. Was? Warte mal, wieso leuchtet das, blinkt das denn so? Ein gelbglühender Edelstein ist das Auge. Wollen Sie ihn herausnehmen? Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Okay. Hier drüben. Darf ich mal drauf? Ich sehe nichts. Hier ist ein roter drin. Selbes Spiel wahrscheinlich. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Na toll. Also müssen wir das Ding irgendwie austricksen. Das hat was mit dem Adler zu tun, oder? Oh! Sieh mal einer an. So, schnell hoch. Jetzt sollten wir ihn noch nehmen können, oder? Ja, sehr gut. War doch gar nicht so schwer. Okay, man muss ihn also nur ein bisschen verarschen. Einfach in seinem eigenen Schatten wandeln. So, dann machen wir das Spielchen hier auch nochmal. Wir können gemütlich das rote Auge herausnehmen. So. Für der Gelbe ist, wissen wir, der kommt unten in den Tiger rein. Aber der Rote, das ist nicht ganz klar. So, den können wir jetzt hier wieder anmachen. Nein. Kannst schon anlassen. So, ich nehme mal an, mehr ist hier auch nicht, oder?
Blöder Adler. Ja, ich mal, mir die Tour vermasseln zu wollen hier. So geht's ja nicht. So, okay, wir haben die Edelsteine. Ich müsste dann eigentlich erstmal runtergehen und die und da was einsetzen. Klar, wir haben es doch nicht weit zur Truhe. Gehen wir erstmal runter. So, und schauen bei der Gelegenheit gleich nochmal, ob hier unten auch schon ein Hunter ist. Nee, gut. Das ist schön. Plötzlich ist der Westflügel mein Freund. Vorher war es der Ostflügel. So, dann sind wir jetzt hier und können mal kurz den roten wegpacken. Und die Granaten will ich auch wegpacken. Erstmal, glaube ich. Ja, ich packe die mal oben hin. Damit ich ihn schneller wiederfinde. So, wir nehmen mal ganz kurz den Granatwerfer und die Granaten. So, den kombinieren wir damit. Achso, ich muss natürlich auch, was ich vergessen habe zu tun, die Brandsätze mitnehmen. Oder halt irgendeine andere Version. So, jetzt haben wir die Brandmuni hier drin und können die normalen Granaten noch hiermit verbinden. Das spart ein bisschen Platz. So, dann können wir das nämlich wieder hier hinpacken. Und nehmen den gelben Edelstein wieder an uns. Ich habe übrigens mal hier eine Mischung aus zwei grünen Kräutern mitgenommen. Gut. Ich neige fast schon wieder dazu zu speichern, aber ich lasse es mal. Man muss es ja nicht übertreiben mit dem Speichern. So, jetzt muss ich bloß mal schauen. Hatten wir hier unten einen direkten Durchgang? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, wir konnten... Ach komm schon, ernsthaft? Wieder? Das Spielchen hatten wir doch vorhin schon mal. Jetzt bleib auch liegen. Dankeschön. Es ist unglaublich, was diese Viecher... Ja, was ich an denen vorbeischieße oder durch die durchschieße, es ist nervig ohne Ende. Du kleine Bitch. Ich warte jetzt mal lieber, bis sie wieder stehen und schieße dann erst drauf. Das ist vielleicht sicherer. Ich weiß halt auch nicht, ob man bei denen mit nach oben zielen irgendwie größeren Schaden anrichtet. Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Habe ich jetzt nicht gemacht, naja. Ah, jetzt sind wir wieder auf gelb. Mist. Und ich habe bloß noch 3 Schuss, das ist auch nicht schön. Okay, ich gehe trotzdem erstmal jetzt kurz hier den Edelstein einsetzen. Mal schauen, was wir da kriegen. Vielleicht kriegen wir ein bisschen Granatwerfer-Muni oder Magnum-Muni. Liegen die 2 hier noch? Machen wir bitte... Ja, die liegen hier noch. Die lassen wir auch liegen. Die will ich gar nicht in ihrer Ruhe stören. So, wir gehen dabei mal hier rein. Lein. So, und dann werden wir mal hier kurz das gelbe Auge einsetzen. Ja. Was haben wir denn da? Eine Disk. Okay. Mo-Diskette. Oder Mo-Diskette. Das ist jetzt irgendwie enttäuschend. Wahrscheinlich brauche ich die, aber ich finde es gerade ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen. So, wir schauen die uns mal an. Prüfen. Parasol. Es scheint sich um eine Art Boot-Diskette zu handeln. Aha. Hinten drauf ist auch nichts. Nö, okay. Schön, das Diskettenzeitalter. Ist schon eine Weile vorbei, aber das waren noch Zeiten. Ha. Disketten. Ich weiß noch, das erste Spiel auf dem Computer meines Bruders. Ich habe einen großen Bruder und der war halt der erste, der einen Computer hatte bei uns. Und das erste Spiel, was wir darauf hatten, war Die Siedler 1 auf 5 Disketten. So eine Diskette hat ja ein wahnsinniges Speichervolumen von 3,5 MB gehabt. Da hat man schon wahnsinnig viel drauf gekriegt. Okay, in dem Raum ist noch was. Da waren doch die 2 dummen Zombies drin, ne? Schauen wir nochmal kurz rein. Vielleicht haben wir da noch irgendein grünes Kraut oder so. Stille. Ach nee, ach, das ist hier der, ja. Nee, den brauchen wir nicht, den Raum. Der ist egal. Das ist nur die verbogene Schrotflinte, die hier noch liegt. So, jetzt sind ja die Scheiben auch noch eingebrochen. Na super. Und ich würde sagen, mit 3 Schuss ist die nicht mehr allzu praktikabel, die Schrotflinte. Ich nehme jetzt den Granatwerfer. Das ist mir doch ein bisschen lieber an der Stelle.
So. Ah, wie mache ich das jetzt? Ich packe erstmal die Diskette weg, weil wir ja eh noch nicht wissen, wofür die ist. Und ich nehme mir die Granaten mit hier. Ja, das sollte passen. So, lege ich den gleich mal an. Ja, stopp schon. Können wir uns mal anschauen, wie das eigentlich aussieht. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Ist schon ein bisschen beeindruckender als mit so einer kleinen Beretta in der Hand, würde ich sagen. Gut, dann können wir mal den anderen Gang oben überprüfen. Ich hoffe mal, dass dort jetzt nicht der Speed-Zombie noch ist. Denn eigentlich will ich an den Zombies keine Bazooka-Munition verschwenden. Da wäre eigentlich das Gewehr schon ganz gut. Aber ich will das halt auch nicht mitschleppen, wenn bloß noch 3 Schuss drin sind. Das ist jetzt ein bisschen so eine Zwickmühle, muss ich sagen. Wow, fuck, der ist tatsächlich noch hier. Ja genau, haut den anderen tot. Der haut den tatsächlich tot, ich werde verrückt. So, dann gehe ich mal hier lang. Gehe ich hier lang. Machen wir das doch so. Das war ja jetzt total elegant. So, dann sind wir nämlich wieder hier. Können wir nochmal schauen. Steht er jetzt vor der Tür? Eigentlich sollte er wieder an seiner Stelle sein, oder? Ja. So, schauen wir mal kurz. Der steht ja wieder. Was ist das für eine Sauerei? Okay, jetzt muss ich aber mal schauen, wo ist denn hier der Raum? Ach, der ist von der anderen Seite verschlossen. Okay, den hatten wir gerade. Das heißt, hier ist nichts mehr. Wir können eigentlich runter ins Erdgeschoss gehen. Machen wir das doch. Ach, Mensch. Versuche ich es nochmal mit der Tür. Super. Gut, okay. Oberes Stockwerk ist soweit klar. Unten im Ostflügel, fällt mir gerade auf, war ich auch noch nicht im Erdgeschoss überall. Da habe ich auch noch nicht alles überprüft. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Westflügel im Erdgeschoss an. Da finden wir doch bestimmt noch was. Ach, mir fällt gerade ein, doch, hier im Ostflügel gab es noch eine Tür im Erdgeschoss. Und zwar gleich hier vom... Geh doch mal bitte durch, Jill. Und zwar gleich hier vom Treppenhaus abgehend. Da könnten wir eigentlich gleich mal als erstes hingehen. Die hier vorne. Das ist die letzte Tür, die wir noch nicht aufgemacht haben. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin. So, da können wir noch mal schauen. Genau, die ist noch zu. Unten links ist jetzt im Westflügel ist gar nichts mehr zu. Okay. Na gut, dann hoffe ich mal, dass jetzt der Schlüssel gleich verschwindet. Ach, schade. Okay, also haben wir noch irgendwo eine Tür. Vielleicht ist die ja jetzt hier auch mit in dem Bereich, den wir jetzt gerade öffnen. Kann auch sein. Was haben wir denn hier Lustiges? Okay, ich sammle erstmal kurz hier das Büchlein ein. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag. Kein Datum. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Okay. Vielleicht ist das der Kollege, der eingesperrt wurde in dem Raum mit dem Goldemblem. Wäre das eine Idee? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall können wir hier mal schauen. Könnte das ein Teleskop sein? Sieht ziemlich alt aus. Ja, ich nehme mal an, dass dieser Eintrag schon etwas älter gewesen sein wird. Der wird wohl aus den 60ern sein. Ein kunstvoll verzierter Globus, denn Sir Spencer ist ja schon lange nicht mehr am Leben. Danach wurde das Anwesen ja hier von Umbrella genutzt. Ein Porträt einer Frau mit traurigen Augen. Das ist aber schade. Okay, das war nur ich selbst. Es ist schön, wenn man vor seinen eigenen Schritten erschrickt. So, hier ist nichts. Farbband. Nee, ich lasse es erstmal drin. Wir haben eigentlich noch genug Farbbänder. Ich brauche das jetzt eigentlich nicht unbedingt. Okay, das ist irgendwie ein seltsamer Raum hier. Ich traue dem nicht so richtig, muss ich sagen. Okay, hier hinten geht's nirgendwo mehr ab. Das ist irgendwie eine Sackgasse. Mal schauen. Oh, hi. Hier bist du. Ich weiß, das war Verschwendung. Tut mir leid. Aber der war mir jetzt doch ein bisschen zu nahe gerade. Vor allem, weil ich mich halt erst zum Spiegel hin umgedreht habe. Ich glaube, das war auch so gedacht, dass man sich erst zum Spiegel hin umdreht. Hätte mir aber eigentlich einleuchten müssen, dass da was nicht stimmt, weil ich Jill doppelt gesehen habe. So, was haben wir denn hier? Schmuckkasten mitnehmen? Na klar, steck ein.
Den schauen wir uns mal an. Es gibt eine runde Aushöhlung von etwa 4 cm Durchmesser. Das klingt, als ob eine Medaille rein müsste. Keine besonderen Merkmale? Keine besonderen... Sicher? Keine besonderen Merkmale? Ach, das Ding hat überall solche Dinger dran. Oh, das sieht doch aus, als ob wir da dann irgendein Puzzle haben, oder? Das sind noch ganz viele Einzelteile von irgendeinem Wappen oder so. Okay, ich nehme an, da kommt irgendeine Kugel rein oder eine Münze oder irgendwas in der Art. Den Dolch stecken wir ein. Und ich glaube, ich nehme mal... Komm, ich nehme mal das grüne Kraut hier. Wenn wir das hier schon haben. So, ansonsten noch irgendwas? Nein, okay. Der Raum ist ansonsten durch. Der Spiegel ist schon fies, ne? Wenn du reinkommst und siehst, oh, da ist ein Zombie und dich erstmal voll in die falsche Richtung umdrehst. Na, die blauen Kräuter brauche ich jetzt nicht. Okay, ansonsten gibt es hier wirklich nichts, wo wir hingehen könnten auch. Dann müssten wir doch eigentlich soweit fertig sein. Oder? Wofür brauchen wir jetzt noch den Helmschlüssel, ist die Frage. Untergeschoss. Ach nee, da ging es ja bloß mit einem... Oh, da ist noch eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Da ist noch eine zweite Tür. Das ist doch bloß der Fahrstuhl gewesen. Villa, zweites Obergeschoss. Zweites Obergeschoss? Wo kommen wir denn? Wie kommen wir denn dahin? Warte mal. Zweites Obergeschoss? Da hinten? Aha. Wartet mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was ist denn das für ein Raum da hinten? Das ist... Das ist der, wo es die Treppe runtergeht. Dort gehen wir geradeaus. Ach, da kommen wir wieder in dem Gang raus, wo der schnelle Zombie jetzt war. Ach, natürlich, ich Idiot. Manchmal, weiß ich auch nicht, da ist es, da hackt es bei mir aus. Ich habe es vorhin noch gesagt, ich habe einen Raum entdeckt beim Rüstungsschlüssel-Dingens, den ich noch nicht gesehen hatte. Und natürlich, der ist auch noch zu. Das ist auch das, was in den zweiten Stock hochführt. Dieser eine Raum. So, dann wollen wir doch mal da drüben vorbeischauen. Ich hoffe mal, ich muss nicht wieder irgendwelche Zombies mit der Bazooka umlegen. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, dass ich die eine Granate gerade verschwendet habe an denen. Vor allem, weil es halt auch nicht die normale Muni, sondern die Feuermuni war, ne? Die Brandmunition. Das ist ja noch umso mehr Verschwendung, weil die noch ein bisschen wirkungsvoller als die normalen als die normale Sprengmuni sind. Naja, gut, schauen wir mal. Ob hier jetzt einer steht? Oh, hier könnte ein Hunter stehen. Wir schauen mal lieber. Nein, keiner. Gut. Dann gehen wir nach oben. Denn von der Seite müssten wir ein bisschen gefahrloser rankommen an die Tür. Aus der Richtung sind wir den Weg schon lange nicht mehr gegangen. So, hier sind bloß die Krähen, die können uns mal... Die dürfen weiter sitzen bleiben, die störe ich nicht bei ihrem, was auch immer sie da tun, keine Ahnung. Sollen sie weiter ein bisschen abhängen. So, und jetzt müssen wir nämlich bloß noch geradeaus gehen. Und der schnelle Zombie, der sollte uns eigentlich nicht in die Quere kommen dabei. Nein, sehr gut. So habe ich mir das gedacht. Gut. Dann schauen wir uns den Raum mal an. Ich habe keine Ahnung, wo er hinführt. Okay, hier haben wir ja noch lustige Erinnerungen dran. Das brauchen sie nicht mehr. Okay, ich wollte mal schauen, ob man das immer noch wegnehmen kann. So, und hier hinten ist noch ein Raum. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Und der sollte auch mit Helmschlüssel sein. Ja, sehr gut. Und damit brauchen wir den nicht mehr. Sehr gut. So habe ich mir das gedacht. So habe ich mir das vorgestellt. Schön. Schauen wir uns den mal an. Okay. Eine Bibliothek. Grüne Kräuter. Okay, schauen wir mal kurz. Wir sind gerade durch die Tür gekommen. Oh, das sieht aber verdammt nach einem Kampfraum aus. Oh nee, oh nee, oh nee. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Raum ist. Oh nein, ich habe ihn vorhin schon befürchtet zu betreten, aber es kommt jetzt erst. Also ich wollte eigentlich nochmal speichern gehen. Mache ich jetzt nochmal eine Speicherung? Komm, wir lassen es drauf ankommen. Was? Ich glaube, mein Verlangen, eine Speicherung durchzuführen, ist gerade nochmal gestiegen.